Hallo, meine lieben Waagegeborenen, herzlich willkommen zu eurer Septemberlegung 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Lasst uns gemeinsam schauen, welche Tendenzen im September für euch bereitstehen und was es bei euch im September speziell geht. Denkt bitte daran, ich spreche immer aus der Sichtweise einer Frau. Ich habe mehrere Damen als Abonnenten und von dem her, liebe Herren, dreht es euch bitte um. Wenn ihr mehr über meine Arbeit wissen möchtet, wie ich arbeite, um was es geht, was ich alles anbiete, könnt ihr sehr gerne auf meiner Homepage einmal vorbeischauen. Würde ich mich sehr freuen. www.engelgeflüster.de. Auch wer gerne eine private Legung haben möchte oder mit Energiearbeit Unterstützung haben möchte, wie zum Beispiel Chakrenausgleich oder Aura ausstreichen oder Blockadenlösung, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Alle Informationen dazu findet ihr entweder auf meiner Homepage oder hier direkt unten in der Infobox. Ihr könnt mich auch sehr gerne über WhatsApp anschreiben. Auch die Nummer habe ich euch in die Infobox geschrieben. Welche Karten ich für eure Legung verwende, stehen ebenso unten in der Infobox. Und es lohnt sich immer, einfach mal reinzuschauen und dann werden euch dahingehend, denke ich, schon ganz viele Fragen beantwortet, meine Lieben. So, ja, die Legung. Was habe ich für Karten? Ich habe diesmal das Engeltarot. Ich habe zwei verschiedene Tarot-Kartendecks. Ansonsten würde ich gerne wissen, wo ihr im September in eurem Seelenprozess steht. Die Karten hatten wir schon lange nicht mehr. Die würde ich gerne für euch wieder mit dazu nehmen. Ansonsten schauen wir einfach, was die Legung euch sagt. Denkt bitte immer daran, es kann passieren, dass ihr nicht komplett in Resonanz geht. Ja? Aber es gibt immer mal das ein oder andere Wort, den einen oder anderen Satz oder die eine oder andere Botschaft, die für euch wichtig ist. Und deswegen lohnt sich das immer, bis zum Schluss dran zu bleiben, damit ihr einfach auch einen Mehrwert mitbekommt. Okay? So, meine lieben Waagegeborenen, wir schauen, was im September 2021 auf euch zukommen möchte, welche Tendenzen ihr habt und was ihr angucken dürft, wo eventuell die ein oder andere Blockade liegt und ja, wie man einfach leichter durchs Leben kommt, wo man Unterstützung erhalten kann, weil man die ein oder andere Situation nicht sehen kann. Wir schauen uns das einfach mal an, okay? So, für die Wagen. Was haben wir hier? Okay. Schauen wir mal. Da war sie weg. So, wir haben als erste Karte, gucken wir mal, wie wir das hier am besten machen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Es spiegelt ein bisschen, aber ich denke, es kriegen wir irgendwie hin. Den Stern, okay, der Stern, Erzengel Jophiel. Für alle die, die mit Engeln zusammenarbeiten, ja, Erzengel Jophiel. Hier geht es bei dir darum, dass du an dich glauben sollst, dass du daran glauben sollst, dass ein Traum wahr wird. Du warst in einer oder bist in einer sehr schwierigen Situation und da kann es schon mal passieren, dass man ja, dass man einfach auch zweifelt und den Mut verliert. Und manchmal auch das Gefühl hat, dass man verlassen und alleine ist. Letztendlich bist du hier aufgefordert, dass du an deine Träume glaubst, dass du an dich selber glaubst, dass du weißt und in die Gewissheit gehst, dass diese schwierige Phase, um die es hier geht, ja,
Warum haben wir schwierige Phasen im Leben? Schwierige Phasen haben wir deswegen im Leben, damit wir etwas verändern. Stellt euch vor, in eurem Leben würde alles so sein, so rosarot und schön und toll und alles prima. Würdet ihr dann was verändern? Natürlich würde man nichts verändern, ne? Das geht nicht nur euch als Vagegeborene so, sondern es geht uns allen so. Ne? Wann verändern wir was? Wenn der Schuh drückt, wenn die Kleidung zu klein ist, weil wir gewachsen sind, egal in welche Richtung. Dann, wenn uns irgendwas nicht mehr passt, ne, oder nicht gefällt, dann verändern wir was. Und du bist hier angehalten, in die Gewissheit zu gehen. Bitte glaube an dich, deine Träume. Jeder hat Träume. Kann mir keiner erzählen, dass keiner keinen Traum hat. Jeder hat seine Vorstellung, Träume, Wünsche, Ziele. Ja, und wenn wir diese schwierigen Situationen präsentiert bekommen, dann heißt es letztendlich nichts anderes, als was ich immer sage: Gefällt mir die Situation? Ja, okay, dann belässt du sie. Gefällt sie dir nicht? Ja, dann darfst du was verändern. Und dazu gehört es, dass du an dich glaubst und dass du sozusagen in die Gewissheit gehst, dass ein Traum, den du hast, dass der wahr wird. So, ich lege heute mal ein bisschen anders. Ich werde jede einzelne Karte mir vornehmen, damit ich sie euch besser erklären kann, und wir werden es auch gleich klären, okay? So, jetzt gucken wir mal, was der Stern noch so sagen möchte. Um was geht's denn hier? So, wir haben hier einmal die zwei der Kelche und wir haben drei der Kelche. So, hier kriege ich ganz klar rein für dich, liebe Waage. Es sind hier liebevolle Gespräche. Es kann mit einem Partner sein, es kann aber auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin sein oder mit verschiedenen Personen, ja, dass du einfach Gespräche führst, und zwar genau über diese Situation. Letztendlich sind drei der Kelche hier in dieser Konstellation mit dem Stern sozusagen die Hilfe für das Ende deiner schwierigen Situation. Okay? Also es gibt hier für dich Unterstützung. Deine Aufgabe ist es hier in dieser Situation, dass du dir die Unterstützung holst in Form von dritten Personen und durch Gespräche. Ja, und da brauchst du auch gar keine Sorgen haben oder Bedenken haben, oh Gott, ich habe hier irgendwas falsch gemacht oder ich habe irgendwas nicht getan. Wisst ihr, letztendlich, jeder macht seine Fehler. Und es ist wichtig, dass wir Fehler machen, damit wir daraus lernen. Und das ist wie über eine Brücke gehen, wo wir nicht wissen, wo es, wenn wir über die Brücke gegangen sind, wo es weitergeht. Das ist Vertrauen, das ist an sich glauben, in die Gewissheit zu gehen. Ich habe Freunde, Bekannte, Leute an meiner Seite, die mir helfen, indem ich sage: Hey Leute, ich brauche eure Unterstützung, bitte helft mir mal. Wir klären jetzt für euch weiter. Um was geht es hier noch? Ja, und zwar geht es hier um die Finanzen. Ja, für einige geht es darum, im Beruflichen voranzukommen, im Beruflichen die schwierige Situation, die sich verändern wird, durch Gespräche, vielleicht auch durch Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen. Andererseits aber auch gehst du weiter voran, weil guck mal, du bist hier ganz klar im Plan. Du weißt, für einige ist es so, dass ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und dazu gehören einfach kooperative Gespräche mit dritten Personen, damit eine schwierige Phase zu Ende gehen kann. Also auch hier ist es ganz klar aufgezeigt, dass die Finanzen oder auch diese berufliche Geschichte hier verändert werden möchte. Und das geht nur einher, indem du an deine Träume glaubst, an dich selber glaubst und weißt, die schwierige Situation geht zu Ende. Was kannst du tun, um dass die schwierige Situation hier zu Ende geht? Ganz klar, du wirst hier dich mit dritten Personen auseinandersetzen. Und wirst ganz klar einen Plan erarbeiten, wie du in deinem beruflichen Leben, egal ob es eine Selbstständigkeit ist oder ein Angestelltenverhältnis, das ist egal. Du wirst definitiv, wirst du hier eine Veränderung erleben, wenn du es zulässt und wenn du daran arbeitest. Okay? So, das war die erste Karte, das war der Stern. So, jetzt haben wir hier die nächste. Drei Ariel.
Hier geht es darum, und zwar, ja, dass du letztendlich das tust, was du liebst. Und zwar geht es hier um dein persönliches Wachstum. Ich hatte gerade gesagt, hier im ersten Step, ne, es geht um deinen Beruf, ganz klar. Und du darfst dir hier darüber im Klaren werden, liebe Waage, was möchtest du letztendlich? Ja, möchtest du eher im künstlerischen Bereich arbeiten? Wo möchtest du in deinem Beruf was verändern? Vielleicht hast du tolle Ideen und möchtest dahingehend auf deinen Arbeitgeber zugehen und sagen, ja, ich möchte was verändern. Oder vielleicht möchtest du für dich selber was kreieren und tun. Und hier wieder die Kooperation, ne, mit dritten Personen. Merkt ihr was? Also hier ist ganz klar, seid ihr hier aufgefordert und hier waren ja schon die drei Kelche, die Gespräche. Seht ihr, wie die Karten miteinander reden? Das ist Wahnsinn. Also ihr seid hier definitiv aufgefordert, in eurem Beruf und in euren Finanzen was zu verändern, um damit ihr weiter persönlich wächst, damit ihr euch weiter persönlich entwickelt. Und dazu ist der September richtig toll. So, aber gucken wir mal, was hier noch zu dieser Karte im Beruflichen rausfällt, was ihr hier noch wissen dürft und müsst, um euch sozusagen maximal beruflich zu entfalten. Oh, wow, Wahnsinn. Schaut mal, meine Lieben. Hier geht es darum, um die Dinge, die euch nicht mehr gefallen, dass ihr die transformiert. Ja, der Tod ist nichts Schlimmes, sondern der ist letztendlich ein Neuanfang. Das heißt, alle Dinge, die ihr nicht mehr wollt, ja, die werdet ihr verändern, die werden transformiert und ihr werdet dann das leben, was ihr wirklich wollt. Einige werden hier ihre Lebensaufgabe finden. Einige werden sich darüber auch im Klaren sein, was möchte ich wirklich? Und das wird hier im September nochmal ganz klar ja, auf euch zukommen. So, was geht es denn hier noch in der Transformation? Wow. Chapeau, ich drehe durch. Schaut mal, hier, die Sonne. Soll ich euch mal sagen, liebe Waage Geborenen, was hier passiert? Wenn ihr euch hier traut, meine Lieben, wenn ihr euch hier traut, in die Gewissheit zu gehen, dass ihr ganz genau wisst, ich glaube an mich. Ich weiß, dass diese schwierige Phase, die ich hatte, jetzt zu Ende geht, weil ich in die Gespräche gehe, weil ich mich mit Menschen unterhalte, die mir helfen, weil ich ganz genau weiß, wo ich hin will finanziell, ja, und auch beruflich. Hier auch nochmal, du aufgefordert bist, zu überlegen, ja, ich weiß, was ich will. Wie kann ich das hier umsetzen? Was brauche ich nicht mehr für mein neues Sein beruflich? Das zu transformieren und guck mal, dann kommt die Sonne, das ist die höchste, positivste Karte letztendlich im Tarot. Wenn du bereit bist, die alten Dinge hier zu transformieren, ja, guck mal, was du hier für eine tolle, positive Energie bekommst. Wahnsinn, meine Lieben. Ja, also traut euch ruhig und bleibt auch ruhig bei euch. Das ist immer ganz wichtig. In diesen Prozessen, die ihr hier seht, ja, ist es ganz wichtig, dass ihr nicht zu sehr im Außen bleibt oder zu sehr im Außen seid, sondern die Dinge, die Überlegungen, was möchte ich wirklich, die findet nicht im Außen statt, meine Lieben. Die findet immer im Inneren statt. Ja, und es fängt ja schon an, indem ihr euch hier hinsetzt und hier Gedanken macht. Ne? Okay, wo stehe ich? Wo will ich hin? Alles klar, ich ziehe das durch. Ja, und das macht ihr unglaublich gut. Und da habt ihr im September richtig tolle Chancen zu. So, wir haben hier Königin Ariel. Erwachsen, praktisch, großzügig, glücklich. Ja, genau so. Du bist hier auch noch aufgefordert oder wirst aufgefordert. Ich zeige sie dir noch mal, die Karte. Du bist hier letztendlich aufgefordert, dass du letztendlich gut für dich sorgst. Das sind alles Prozesse, da darf man auch ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen nicht über seine eigenen Kräfte und Grenzen geht, ja? Also wichtig, immer schön bei euch bleiben, auch mal eine Pause einlegen und nicht immer nur Doing, Doing, Doing machen, weil letztendlich verdient ihr euch damit keine goldene Klinke. Ihr müsst in eurer Kraft bleiben, auch wenn das Wort müsst sich immer so ein bisschen unschön anhört. Aber letztendlich ist es ja so. Ne? Das wissen wir alle. Wenn wir zu viel machen, dann das können wir nur eine gewisse Zeit machen. Und dann haben wir irgendwann keine Kraft mehr. Und das ist ganz wichtig, dass ihr bitte daran denkt. Okay? So,
Klar, ihr habt die Fähigkeiten, alles schöner zu machen. Ihr habt auch die Fähigkeiten, Dinge zu verändern. Und ihr dürft auch praktischer und weiser Rat ist hier, guckt mal, durch die Gespräche, die ihr hier vorne hattet, auch hier nochmal. Ja? Ihr werdet hier definitiv, beruflich werdet ihr vorankommen, keine Frage. Aber ihr werdet hier auch nochmal aufgerufen. Und es wird hier in den Gesprächen auch ein gewisser Teil sein. Oder ein gewisser Punkt sein, dass ihr hier aufgefordert werdet, Leute, passt bitte auf, ihr könnt gerne machen, ja, aber bleibt in deiner Kraft. Okay? Ob ihr das macht, ist dann eure Entscheidung oder ob ihr es nicht macht, ne? Aber letztendlich, so sind schon mal die Tendenzen. So, jetzt schauen wir erstmal, was das Tarot noch dazu sagen möchte. Und was geht es denn hier noch? Okay. So, also, wie gesagt, wir haben hier nochmal Sorge gut für dich und für deinen Lieben, ne, ganz klar. Die Fähigkeiten, etwas noch schöner zu machen, ja, wie kann man das machen? Ganz klar, guck mal, 7 der Münzen. Hier schaust du ganz klar, wo stehe ich? Wo stehe ich und was habe ich bis jetzt geschafft? Ja, wo liegt es noch, was zu verändern? Du hast hier die Möglichkeit, alte Dinge zu transformieren, die dir nicht mehr dienlich sind, okay? So. Wenn du die hier transformiert hast, guckst du aber trotzdem noch mal, wo ist eventuell noch was, was mir immer noch nicht dienlich ist oder immer noch da ist, aber trotz alledem nicht dienlich ist, wo ich eventuell mich nicht getraut habe, Dinge zu verändern. Und da wirst du ganz klar noch mal dir die Zeit nehmen und Revue passieren lassen, weil es geht ja hier darum, dass du letztendlich gut für dich sorgst und dass du darauf achtest, dass du dich nicht überforderst. Ne? So. Ja, und hier hatten wir, guck mal, hier hatten wir die Karte über die Finanzen, dass du dir da ganz klar im Klaren bist, um was es geht. Ja, und hier, guck mal, was da kommt. Also die Möglichkeit, die Tendenzen eines finanziellen Neuanfanges. Ja, Altes wird transformiert, vorher habt ihr einen Plan gemacht, Gespräche sind geführt, ihr habt die positiven Energien, ihr habt sozusagen die ganze Situation Revue passieren lassen und hier kommt für euch der finanzielle Neuanfang. Also das sind natürlich sehr optimale Karten, das ist super, ne? Letztendlich bekommt ihr vom Universum alles, was ihr braucht. Es liegt nur an euch, ob ihr es annehmt oder nicht. Ja, Wahnsinn. Die Unterstützung, die euch zuteil wird, bei einigen von euch, bekommt ihr von einer Königin der Kelche. Ja? Achtet mal drauf, ob ihr eine Königin, also ein Kelchzeichen, ein Wasserzeichen bei euch in der Nähe habt oder in eurem Umkreis habt oder ob ihr eine Person kennt. Und wenn es ein Mann ist, ist es ein sehr femininer Mann. Wenn es eine Dame ist, ist klar, Königin sagt ja alles, dann ist es halt eine weibliche Person, die euch dahingehend einerseits hilft, den Rückblick zu tun oder die Rückschau zu halten, was habe ich erarbeitet, da werdet ihr die Unterstützung bekommen, aber genauso auch in den finanziellen Dingen. Ja. Also diese Dame oder diese Person, die ist definitiv euch sehr zugetan und wird euch dahingehend total unterstützen. Wenn es nicht das Sternzeichen ist, ja, nagelt mich da bitte nicht fest, dann geht es definitiv auch um das Venus- und Aszendentzeichen. Ja, also hier ist halt die Kelchenergie bei dieser Person, die euch hier unterstützt. Es kann zum Beispiel auch eine Schwester oder eine Mutter sein, die sagt, ey, du pass mal auf, ich weiß, war du bist in einer beruflichen Veränderung, aber bitte achte mal auf dich, dass du nicht zu viel Kraft investierst, dass du in deiner Mitte bleibst, dass du in deiner Kraft bleibst. Das ist so eine Person, die dich sozusagen ein bisschen bremst und sagt, hey, guck mal, pass mal auf, was du da machst. Okay? So, dann haben wir hier sehr, sehr genial das Rad. Erzengel Jeremiel. Hier geht es darum, wir hatten ja hier, habe ich euch erklärt, ich will es nicht nochmal wiederholen, um eure Berufung, um Veränderung, ja? Und hier geht es um den Neuanfang. Du hast hier in der Vergangenheit, hast du gezögert, soll ich oder soll ich nicht? Aber das Zögern hat jetzt definitiv ein Ende. Und letztendlich ist die Veränderung in eine Richtung, die Glück verheißt. Das heißt, wir sind ganz oft bei den Themen, ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht? Wenn ich das tue, dann weiß ich aber nicht, wie endet denn das? Also wir Menschen haben immer die Tendenz,
mehr Sicherheit haben zu wollen. Das heißt, bevor ich losgehe, möchte ich aber doch wissen, wo es hingeht. Bevor ich losgehe, möchte ich aber wissen, wo ich ankomme. Wisst ihr, meine Lieben, manchmal ist es so, dass man einfach losgeht und dann Stück für Stück macht sich der Weg auf. Und Stück für Stück bekommt ihr die Informationen. Ne? Es ist schwierig, wenn ihr eure Fahne immer so stellt, wie der Wind weht. Letztendlich ist es wichtig, dass man im Leben fällt und dass man im Leben wieder aufsteht. Und es gibt ganz viele meiner Klienten, die immer sagen, ich kann aber nicht weitergehen, ich kann mich nicht verändern, ich kann das nicht tun, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich weiß ja nicht, ob die Entscheidung richtig ist. Meine Lieben, ihr werdet es sehen, indem ihr in eurem Tempo Schritt für Schritt in eure Richtung geht. In Richtung alte Dinge transformieren, vorher diese Gespräche, das Reflektieren, ihr bekommt die Hilfe, ihr habt die positive Energie. Letztendlich, meine lieben Waagegeborenen, sehe ich hier überhaupt gar keine Probleme in der beruflichen Veränderung. Was hier eure Lernaufgabe definitiv ist, ist, dass ihr euch traut, euch zu vertrauen, der Situation zu vertrauen und in die Gewissheit zu gehen, dass das positiv endet. So, wir gucken jetzt noch mal mit den Tarotkarten, was uns das Tarot zu dem Rat noch sagen möchte. Gibt es zum Neuanfang noch zu sagen? Für die Waage. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Oh, das ist eure Aufgabe. Super. Ja, genau. Meine Lieben, schaut mal. Ich hatte gerade gesagt, das Zögern hat ein Ende. Ne? Ihr wusstet nicht, wo geht es denn lang? Ich sehe es ja nicht. Ich traue mich nicht. Eventuell habe ich noch Schwierigkeiten, mir selber zu vertrauen, dem Universum zu vertrauen, weil du nicht siehst, wo es hingeht. Es geht nicht darum, im September zu sehen, wo es hingeht, sondern es geht darum, dass ihr euch traut, Schritte zu gehen. Und wie könnt ihr das, meine Lieben? Indem ihr sagt, okay, ich sehe zwar nicht, wo ich hingehe und ich sehe auch nicht, wo es endet. Das ist aber auch nicht eure Aufgabe, sondern eure Aufgabe ist es hier, letztendlich zu vertrauen. Hier, glaube an dich, ja, und fühle in dich hinein. Und wenn du merkst, hey, ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, es ist mir aber egal, weil wenn es sich gut anfühlt, dann ist es der richtige Weg. Dann weiß ich auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist nämlich genau der Punkt hier, den wir haben, ja. Deine Lernaufgabe ist es, dir selber zu vertrauen, dem Universum zu vertrauen und sagen, was soll mir passieren? Ich werde nicht fallen gelassen. Selbst wenn ich mal hinfalle, und ich stolper über einen Stein, ja, okay, ne? Pflasterverband mache ich rum, stehe wieder auf. So. Und wenn der Stein immer noch im Weg liegt, ja, dann stellst du dich einfach oben rauf. Dann kannst du besser weit sehen. Ja, also das ist immer wieder eine Form und die Frage, wo willst du hin? Wie willst du die Situation, die du nicht siehst, wie willst du die abarbeiten? Ne? Und da musst du nicht immer sehen können. Ganz im Gegenteil. Du musst fühlen. Ja, und ich benutze heute das Wort muss ganz viel, aber es ist wirklich so. Letztendlich ist es wichtig, dass ihr in euch hineinfühlt und sagt, wo, was möchte ich? Und dieses Vorhaben, was ich habe, fühlt sich das gut an? Und guck mal, letztendlich, du weißt doch ganz klar, wer du bist. Du kennst doch deinen Wert. Und das ist wichtig. Ne? Nicht, was siehst du, sondern wer bist du? Wo möchtest du hin? Das ist wichtig zu wissen. So, jetzt schauen wir mal, was es da noch zu sagen gibt. Ja, und das ist genau der Prozess, den ihr habt, meine Lieben. Ihr seid dahingehend noch nicht so weit, dass ihr, wenn ihr nicht seht, dass ihr euch selber vertraut. Das ist eure Lernaufgabe. Habt bitte keine Angst, dass ihr sozusagen einen Neuanfang nicht schafft. Auch wenn ihr den hier noch nicht seht. Ihr wisst aber, wer ihr seid. Ja? Und das hier, das ist Ego. Ja? Nein, mach das nicht. Oder auch dritte Person. Lass das sein, geh doch nur mal sicher. Ja, das kannst du doch nicht machen. Das war sonst immer anders. Und
anders war immer schon immer so und es war auch immer ganz gut. Ja, nee, ist nicht. Wenn du ein anderes Gefühl hast, liebe Waage, dann darfst du deinem Gefühl folgen. Und wenn du deinem Gefühl folgst und du tust kleine Schritte in die Richtung, in die du gehen möchtest, dann wirst du automatisch feststellen, dass wenn du dich was getraut hast, dass du das richtig gut findest. Dir geht es dann richtig gut. Trau dich, transformiere alles das, was dir nicht mehr dienlich ist und gehe weiter. Du hast die Unterstützung von oben, du hast die Unterstützung von dritten Personen. Und wie gesagt, und dein Ego wird dich immer mal wieder triggern, aber lass das nicht zu, ne? Auch dritte Person, nee, ist nicht. Ne? Höre auf dein Bauchgefühl. Ich möchte jetzt gerne für euch nochmal wissen, wo ihr im Seelenprozess steht. Ja, alles klar. Alles klar. Ja, das war sowas von logisch. Meine Lieben, sehr schön. Sieht zwar hier heute mal ein bisschen wüstig aus, aber das ist wurscht. Ihr wisst ja, was Sache ist. So. Also die erste Karte, Flügel. Komm ins Tun, hebe ab. Du hast alles, was du brauchst. Genau das ist das. Ja, das ist genau das Thema hier mit dem Neuanfang, was wir hier hatten. Ja, komm ins Tun, glaube an dich. Merkt ihr, wie die Karten sprechen? Die zweite Karte ist Raum. Erschaffe in dir einen sicheren Raum, in dem du ungestört bist. Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, wie kannst du feststellen, was du möchtest? Wie kannst du feststellen, wo es hingehen soll? Das kannst du letztendlich nur, wenn du innehältst, wenn du sozusagen bei dir bist, nicht zu sehr im Außen bist, nicht zu sehr hörst, was dritte Personen sagen. Das stellst du nur dann fest, wenn du wirklich dich mit dir selber beschäftigst. Und so wie es hier tendenziell aussieht, machst du einen Neuanfang im Bereich vom Beruf und deine Aufgabe ist es, auch wenn du noch nicht weißt, wo es hingeht, dass du dir aber gewiss bist und in die Gewissheit gehst, dass alles am Ende gut wird. Ja, weil letztendlich die Veränderung in eine neue Richtung, ja, die zum Glück führt. Okay? Ihr schafft das. Letztendlich ist es wichtig, dass ihr euch selber vertraut. Okay? Meine lieben Waagegeborenen, ich danke euch, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dass ihr mit mir dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch Unterstützung und Hilfe geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und wenn ihr neu seid, dann freue ich mich über ein Abo von euch. Ansonsten alles, alles Liebe. Die nächsten Videos, die ich jetzt drehe, sind dann die 14-tägigen Videos und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ciao, eure Katrin.